Seid gegrüßt, meine lieben Freunde da draußen, da bin ich wieder. Euer Zordan, hier aus meinem kleinen Lager auf der Hexenwacht. Ja, willkommen zu einer neuen Staffel. Willkommen zur 8. Staffel, Folge 801. Unglaublich, wie lange das jetzt hier schon geht. Und ich bin immer noch da. Und das hier ist mein Kater Dizzy. Und der passt hier auf das Lager auf, während ich weg bin. Denn, ja, ich habe vor, in dieser Staffel zu verreisen. Ich habe vor, ein ganz besonderes Geschenk an den Bürgermeister zu machen. Und das wird es erfordern, dass ich wahrscheinlich eine ganze Weile verreist sein werde. Hier ist die Nachricht für ihn. Ich zeige sie euch einfach mal kurz. Lieber Zeron, über Jahre hinweg warst du mir der beste Freund in vielen Welten und Leben. Und seit Jahren kümmerst du dich aufopfernd als Bürgermeister um die Belange des Dreielbenlandes. Stets hast du das Wohl anderer im Blick. Nie hast du dabei etwas verlangt. Oft wirst du gefragt, dieses oder jenes zu tun. Ich finde, es ist an der Zeit, dir, mein Freund, etwas zurückzugeben. Ich will nicht fragen, was kann der Bürgermeister für mich tun, sondern was kann ich für ihn tun. So will ich dir ein ganz besonderes Geschenk machen. Dies wird zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, aber es wird deiner würdig sein, das verspreche ich. Dieses Geschenk erfordert jedoch, dass ich verreisen muss. Doch sei unbesorgt, solltest du mich oder sollte das Dreielbenland mich brauchen, so schickt einfach eine Nachricht an das Fort in Neugedungen. Dort werde ich regelmäßig nach Nachrichten schauen. Bis bald und alles Gute, dein Freund Zordan. Ja, und diese Nachricht, die werde ich Ihnen in seinem Briefkasten hinterlassen. Und dann habt ihr schon ganz recht gesehen, das Reiseziel wird Neugedungen sein. So, ich habe eigentlich kaum was eingepackt. Nur meine Angel, eine Endertruhe, mein schwarzes Bett, mein Schild, diesen wunderbaren Feuerschutz- und Atmungshelm, den ich habe. Die Rüstung ist noch okay. Ein paar Steaks, viel nicht, ein paar Fackeln. Eventuell machen wir hier mal in der Schmiede noch ein Schwert für mich. Da reicht ja ein Sticky. Damit ich wenigstens eine... Jetzt habe ich 5, auch gut. Damit ich wenigstens eine Waffe habe, so. Schaufel. Das kann ich alles da machen. Ja, und dann wollen wir aufbrechen nach Hunsgrab, um dort dann den Flieger zu nehmen. Bis dahin, ihr Hexenwachter. Passt auf alles auf, ihr Verteidiger. Aber ich sehe schon, ihr habt ja alles im Griff hier. Und ihr Hundestaffel, passt gut auf die Bürger auf. Ich nehme dieses Maultier, was ich aus dem Hunsgraber Landgestüt mitgenommen hatte. Denn ich habe noch eine kleine andere Kleinigkeit gemacht. Das kann ich euch eigentlich nochmal schnell zeigen, bevor ich dann verreise. Ich habe vor meiner Abreise wenigstens noch eines fertiggestellt, was ich versprochen hatte. Und dazu reiten wir hier mal rüber. Ihr kennt ja hier die Dreielblandstraße. Die nach... die zu Kalkastadur nach Wolfsbach führt. Und ich hatte ja gesagt, dass ich anfangen werde, eine neue kleine Stadt zu bauen. Ein neues kleines Dorf, ein Fischerdorf, das da Fjordheim heißt. Und das werde ich auch tun, aber erst nach meiner Rückkehr. Und ich sehe da in der Ferne ein Ozelot. Ja, das Maultier ist langsam, aber stetig. Egal, wir reiten da jetzt trotzdem mal lang. Und wisst ihr was? Dann reiten wir einen großen Bogen, denn das ist jetzt schon möglich. Wir können auf anderem Wege nach Hunsgrab kommen. Aber erstmal zeige ich euch, wo es hier weitergeht. Nicht hier hoch, wo dann mal die Kirche von Fjordheim stehen wird, sondern hier entlang. Hier ist schon mein Baustofflager für Fjordheim. Und hier führt eine kleine Brücke über den flachen Fjord dieses Fischerdorfes, das es einmal werden wird. Und die führt hier entlang, an den Ufern vorbei. Die Straße, nicht die Brücke. Hier ist noch eine kleine Brücke. Und die endet hier. Und hier, gen Falkenstein, ja, hat nämlich der Tomcat vor, eine gewaltige Brücke zu bauen, die von dieser Insel die ganze Strecke bis hierhin überspannt. Und die Straße, die nach meinem Stand schon hier angekommen ist, aber wahrscheinlich schon weitergeht, von Falkenstein dann über diesen Weg an Hunsgrab und Wolfsbach und so weiter anschließt. Und wie ihr schon seht, führt eine Straße aus Wolfsbach nämlich wieder hinaus in Richtung
in Richtung Drachenwacht und hier über den Deich können wir auch nach Hunsgrab zurückkehren. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal und zeigen euch mal den Straßenverkehr im Dreielbenland. Dann werde ich meine Botschaft bei Zeron hinterlassen und dann geht es auf nach Neugedungen. Dieses besondere Geschenk. Die Hexenwacht taucht im Nebel vor Fjordheim auf. Mach's gut. Oh, du meine geliebte Festung. Macht's gut, ihr meine geliebten Bürger. Macht es gut, meine drei elbenländischen Nachbarn. Wenn ihr mich braucht, wie gesagt, hinterlasst eine Nachricht. Bringt sie, schickt sie ins Fort von Neugedungen. Dort wird mich mein Weg zuerst hinführen und auch wenn ich dann nicht an der Stelle bleibe, werde ich doch immer wieder vorbeischauen. Um zu sehen und zu hören, was ihr so zu berichten habt. So. Die Satteltaschen dieses Maultiers sind leer. Und es trägt mich nun die wilden Wälder von Wolfsbach. Von das hier im weitesten Sinne noch Hexenmachter Land ist, aber... In diesem Niemandsland hat sich bisher niemand angesiedelt, insofern ist es natürlich auch das gemeinsame Land. Was sagt denn die Tageszeit? Na, bis Wolfsbach schaffe ich es noch. Ich muss nicht hier in der Wegeherberge zum Hexenwolf einkehren. Oh, da ist ein Pferd ausgebüxt. Tschüss, tschüss. Ja, alles Sachen, die in der letzten Staffel entstanden sind. Und abenteuerlich geht's auf Reisen. Die Straße bei mir ja nur 3 breit, hier bei den anderen teilweise sogar 5 Blöcke breit. Ich hatte sie damals eher an die Wege in der Stadt angepasst. Aber nach draußen hin wird das alles ein bisschen größer. Und ihr seht ja schon, Wahnsinn, was sich in Wolfsbach alles getan hat. Und das in der kurzen Zeit. Ich kürze mal ab. Die gewaltigen Stadtpalisaden von Wolfsbach. Schaut es euch an. Ich bin es, Zordan. Und hier haben wir neue Wegweiser. Hafen von Wolfsbach. Zur Kirche. Hunsgrab Drachenwacht. Hauptlager von Wolfsbach. Jawohl. Da werde ich jetzt gar nicht durchreiten, sondern ich gucke mal kurz hier hoch zur werdenden Kirche. Zunächst die Grundmauern und ein großes Netertor, was aber wahrscheinlich auch noch nach Hunsgrab zurückführen wird, schätze ich mal. Ich könnte durchreiten, aber das werde ich jetzt... Nein, wir wollen die Straße nehmen. Wo sind denn die Pferde? Hier waren noch irgendwo mal Pferde. Das hat sich hier schon... Oh, es hat sich schon so viel getan. Es ist schon so komplett umgebaut worden. Dicht gedrängt die Kühe. Ah, hier sind die Pferde. 2 Schimmel. Auch vom guten Geschlecht der Hunsgraber. Eichinger Schimmel. Kaserne mit Rekrutierungsbüro. Schnell weiter, sonst wollen die mich noch hier behalten. Hey, Herr Werkzeugschmied, habt ihr was Schönes im Angebot? Haltbarkeit 2 habe ich auch, danke. Und ihr, Reverend Lovejoy? Ihr habt eine schöne Schusssicherrüstung. Ich habe leider keine Smaragde bei mir. Nemesis 5, wow. Ein Taugenichts. Eine Geistliche. Starkzahn. Ein Pirat wahrscheinlich. Haltbarkeit 3. Oh, das ist... Das würde sich ganz gut mit meiner hier ergänzen, wenn ich die dann noch da drauf tue. Was kostet die denn? 13 Smaragde. Wisst ihr was? Die hätte ich gerne einmal. Danke. Danke, danke. Die kann ich mit der kombinieren und dann habe ich eine vernünftig haltbare Spitzhacke für meine Arbeiten, denn die werde ich brauchen. Jetzt brauche ich allerdings mal die behutsame.
Warte, ist das hier keine behutsam? Nee. So. Ja, vielen Dank, Herz Starkzahn. Oh, und es wird dunkel. Au. Hier ist der kleine Anlegeplatz. Werde ich mich mal hier im Tor einfach so betten. Wieder abbauen, das Feldbett, so. Ja, danke nochmal. Hier ist der kleine Anleger. Aber wir wollen links weiter. Ah ja. Ah ja. Ach so, und hier ist dann das nächste Tor. In Zukunft. Sehr schön. Und ich will jetzt nicht bis zu Drachenwacht vorreiten, sondern bis zum Deich. Bis zum Trolldeich und dann nach Hunsgrab rüber. Das bietet sich an. Ich weiß nicht, was das für ein Bau ist. Oh, und hier ist schon ein schönes Tor entstanden. Also eine Brücke mit Türmen. Prächtig. Sehr prächtig. Und hier betreten wir Delfinus Lande, der Drachenwacht. Zumindest ihre Ausläufer. Bestimmt haben die beiden auch schon einen Plan für eine Wegherberge auf dieser Strecke. Hier entsteht eine Wegestation. Da seht ihr es. Ich kenne die beiden doch. Hunsgrab, Drachenwacht. Dann geht es hier zum Trolldeich. Dann wollen wir diese Strecke nehmen. Werkbänke zeigen die Zivilisation. Der Hunsgrabe Trolldeich. Hauptsache, die Trolle halten sich fern. Ja, langsam aber sicher schreiten wir voran. Da ist die große Wegestation Goldtaler, die Delfine und ich gebaut haben. Das war auch schön. Ach, Alrik Sturmhof. Zerons Rappe ist hier. Und hier sind wir schon am Villenviertel der ganzen Hunsgraber Bürgermeister. Meine selbstgebaute Villa, wenn man so will. Das Haus Hexenwacht steht zur Vermietung übrigens. Kann als Eventzentrum oder von irgendjemandem, der hierher ziehen will, gerne gemietet werden. Da ich es momentan sowieso nicht brauche. Gucken, ist es besser, wenn ich hier lang reite? Nö. Aber gar nicht. Aber die Gegend stimmt schon mal. Denn schaut, da ist direkt... Hier ist mein Haus Hexenwacht. Da ist das Haus von Tomcat. So, und dich bringen wir wieder dahin, wo du herkommst. Nämlich ans gerade erst euch vorgestellte Hunsgraber Landgestüt. So. Kommst hier gleich wieder rein. Steht noch alles offen. Aua! Ja, wenn du da drauf kletterst, dann tut man sich schon noch weh beim Absteigen. Aber sonst normalerweise nicht. Ist alles voll mit Eseln und Maultieren. Der gute Wachhund, alles da. So, den Sattel, den nehme ich mir tatsächlich mal mit. Wir haben eh genug hier. Vielleicht brauche ich ja in Neugedungen einen. Buch für Zero nicht vergessen. Und auf erst zur Bürgermeistervilla. Wahrscheinlich ist er noch eine ganze Weile weg und wird diese Nachricht erst sehr spät sehen, aber das macht nichts, es ist ja eh nichts Eiliges gerade. Und sollte es zum Rat der Helden geblasen werden, sollten wir die Schlacht gegen den Drachen dann angehen wollen, wie gesagt, dann könnt ihr mir ja sehr schnell eine Nachricht hinterlassen und dann werde ich zurückeilen von meinem Projekt. Ich bin ja nicht aus der Welt, ich werde bestimmt ein paar Mal hin und her zurückkommen. Also, es ist ja nur Neugedungen. Da fliegen wir ja nur 30 Stunden hin oder so. So, Nachricht hier rein.
Fahne hoch. Die Fleischerin hier angesprochen. Schwein? Ne. Hast du irgendwas für 2 Taler? Nee, noch nicht mal irgendwas. Ach ja, die Tagelöhnerbutze. Das waren noch Zeiten. Da war uns gerade noch ganz klein. Auch die Gemeinschaft von uns gerade noch ganz klein. Ich könnte mir noch ein bisschen Korn eventuell mitnehmen für Brot machen. Ach, ich werde doch im Herlager was finden. Also, auf geht es. Huah, dieser Hochtransport ist immer erschreckend. Oh, du liebe Pegasus, trage mich hinfort. Abflug. Ah. So, meine Freunde, nach vielen, vielen langen Flugstunden sind wir jetzt hier endlich angekommen. In dem guten alten Fort von Neugedungen. Ich nehme mal hier den Abstieg. So. Der Notausgang endet hier ja direkt an einer Leiter. Ah, Neugedungen. Und sicher auch noch nicht ganz fertig. Aha. Die alte Schmiede hier. Weiß gar nicht mehr, ob ich hier noch irgendwelche Sachen gelagert hatte. Das ist nur das Bett des Schmiedes. Aber muss ja auch nicht. Ich habe ja auch nicht vor, irgendwelche Sachen hier wegzunehmen oder so. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich bin nach langen Zeiten das erste Mal wieder hier. Ich weiß echt nicht, wo und wie weit ich von uns gerade weg bin. Aber irgendwo hier in der Gegend, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, wird es mein Projekt sein. Nach, jetzt mal den Wegpunkt aktivieren hier. Du wirst immer wieder finden. Mojangs Schwertwunde, wo ist die denn? Aschbach, Pilzburg, hier sind ein paar Orte anscheinend in der Nähe. Mal gucken. Ach du meine Güte, 89.000 Schritte bald weg und das ist das nächste, was wir hier haben? Einfach keine Wegpunkte hier. Nein, die brauche ich natürlich nicht angucken. Aber was ich machen werde, ist hier mal im Lager kurz vorbeischauen, dass sie dicht gemacht wurde. Um zu gucken, ob wir hier irgendwelche Sachen haben, die wir mitnehmen können. Die hier nicht gebraucht werden, aber die ich gebrauchen kann. Nein, solche Sachen, das werde ich mir alles selbst fördern und holen. Das Lehmbiom ist ja hier in der Nähe. Also das Tafelberge-Biom. Aber wir müssen schauen, ob wir da überhaupt sicher hin können. Und das war ja mal irgendwie ein Problem da. Mit irgendwelchen... Ich nehme mir Brote mit. Mit irgendwelchen Amazonen oder so. Aber vielleicht sind die auch schon gar nicht mehr da. Anlieferungskiste. Nicht sagen, ob hier irgendwas ist. Unsere Elbland-Flagge. Und hier sind Werkzeuge drin? Wer hat die denn hier zurückgelassen? Haltbarkeit 3, Behutsamkeit. Haltbarkeit 3, Effizienz 5. Ist aber fast kaputt. Vielleicht kann man die nochmal wieder irgendwie herrichten. Ich kann ja mal an den Amboss schauen, ob man damit was anfangen kann. Ich will ja auch keinem was wegnehmen, aber das Ding ist ja eh so gut wie hin. Das mit der kombiniere, das ist zu teuer. Und so ist es auch zu teuer. Das geht also gar nicht. Aber ich könnte die natürlich mit meiner hier. Dann haben wir immer noch Haltbarkeit. Ach, das würde die Haltbarkeit kann man gar nicht verbessern über 3. Na, dann bringt uns das auch nicht viel. Und die konnte ich ja auch nicht mehr verbinden, ne? Das war auch zu teuer. Ja, ja. Zu teuer ist nur ein anderes Wort für geht nicht mehr, weil ist schon zu alt.
Na, dann habe ich halt eine Haltbarkeit 3 Spitzhacke so. Die andere packe ich hier in Werde zurück. Ja, liebe Freunde, und wir sind schon rum mit der Folge für heute. Das heißt, das war die. Das heißt, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und ich klaue mir einfach ein paar rohe Steaks. Das tut ja nun wirklich keinem weh. Von den lila Schafen erzählen wir. Und hier, du bist das lahmarschigste Pferd der Welt. Das Pferd Schleicher. Die Rüstung nehme ich dir weg. Die nehme ich für eins der anderen hier. Und werde mich dann auf den Weg machen, die Lande zu erkunden, um einen geeigneten Platz, einen geeigneten Nadelwald zu finden für mein geplantes Projekt. Bis dahin, liebe Freunde, macht es gut. Willkommen in der neuen Staffel.